vielleicht dann mehr bezahlbaren sagen, Wohnraum durch eine ordentliche Mietobergrenze und dadurch, dass wir pro Jahr 250.000 neue Wohnungen im bezahlbaren Bereich schaffen. Und Sie haben schon wieder gezeigt, dass wenn immer irgendwo ein soziales Problem auftaucht, ist die einzige Antwort, die Ihnen einfällt, auf Geflüchtete die Schuld zu schieben. Und das wird nichts der Probleme lösen. Also Entschuldigung, Herr Frey, jetzt haben Sie schon wieder eineinhalb Runden ohne mich diskutiert. Ich will Ihnen jetzt schon noch mal sagen, erstens, was mich überhaupt ärgert an dieser Art der Diskussion, wie das leider in den letzten Wochen häufiger der Fall war. Als ob es jetzt am Abend der Wahl des neuen Deutschen Bundestages nichts anderes gibt. Die Hälfte der Sendezeit beschäftigt sich jetzt schon wieder nur mit der AfD. Die Hälfte der Sendezeit nur mit der AfD. Ich wollte gerade noch das was anderem fragen. Völlig, ja, aber das ist ein völliger Unfug. Und da kann ich Ihnen nur sagen, und darüber wird in den nächsten Wochen auch noch zu diskutieren sein, in welchem Ausmaß die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in den letzten Wochen massiv dazu beigetragen haben, in der Tat nicht die AfD klein zu machen, sondern groß zu machen. In einer jetzt, Art und Weise jetzt. Der Diskussion, die wirklich völlig fehl am Platze ist. Ich will jedenfalls mich um die Zukunftsprobleme dieses Landes kümmern, so wie andere hier an diesem Tisch auch. Da gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit der AfD dazu. Aber die AfD ist nicht das alleinige und nicht das maßgebliche Zukunftsproblem dieser Bundesrepublik Deutschland. Damit also, muss man sich auseinandersetzen. Sind, ja. Aber wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Wählerinnen und Wähler, die hier aus Enttäuschung, wie ihre eigenen Analysen vorhin gezeigt haben, die aus Enttäuschung weggegangen sind, wie wir die wieder für die demokratischen Parteien gewinnen. Ja, Herr Mann, aber heute Abend mit dem Finger auf die Öffentlich-Rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Und außerdem sind Sie ja alle auf dieses Thema eingestiegen. Und wir würden es jetzt auch gerne Samstag im Kanzlerduell auch so gemacht. Jetzt drum auch andere, gerne andere, das soll, dass die jetzt unsere haben Freunde gesagt, sind, die Leute in der Diskussion hätten ja was anderes ansprechen können. Darf ich die nächste Frage stellen? Frau Bundeskanzlerin, Entschuldigung, wir wollen über die Möglichkeiten eine Regierung bilden. Mehr bezahlbaren Wohnraum durch eine ordentliche Mietobergrenze und dadurch, dass wir pro Jahr 250.000 neue Wohnungen im bezahlbaren Bereich schaffen. Und Sie haben schon wieder gezeigt, dass wenn immer irgendwo ein soziales Problem auftaucht, ist die einzige Antwort, die Ihnen einfällt, auf Geflüchtete die Schuld zu schieben. Und das wird nichts der Probleme lösen. Also Entschuldigung, Herr Frey, jetzt haben Sie schon wieder eineinhalb Runden ohne mich diskutiert. Ich will Ihnen jetzt schon noch mal sagen, erstens, was mich überhaupt ärgert an dieser Art der Diskussion, wie das leider in den letzten Wochen häufiger der Fall war. Als ob es jetzt am Abend der Wahl des neuen Deutschen Bundestages nichts anderes gibt. Die Hälfte der Sendezeit beschäftigt sich jetzt schon wieder nur mit der AfD. Die Hälfte der Sendezeit nur mit der AfD. Ich wollte gerade noch das was anderem fragen. Völlig, ja, aber das ist ein völliger Unfug. Und da kann ich Ihnen nur sagen, und darüber wird in den nächsten Wochen auch noch zu diskutieren sein, in welchem Ausmaß die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in den letzten Wochen massiv dazu beigetragen haben, in der Tat nicht die AfD klein zu machen, sondern groß zu machen. In einer Art und Weise der Diskussion, die wirklich völlig fehl am Platze ist. Ich will jedenfalls mich um die Zukunftsprobleme dieses Landes kümmern, so wie andere hier an diesem Tisch auch. Da gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit der AfD dazu. Aber die AfD ist nicht das alleinige und nicht das maßgebliche Zukunftsproblem dieser Bundesrepublik Deutschland. Damit also, muss man sich auseinandersetzen. Sind, ja. Aber wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Wählerinnen und Wähler, die hier aus Enttäuschung, wie ihre eigenen Analysen vorhin gezeigt haben, die aus Enttäuschung weggegangen sind, wie wir die wieder für die demokratischen Parteien gewinnen. Ja, Herr Mann, aber heute Abend mit dem Finger auf die Öffentlich-Rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Und außerdem sind Sie ja alle auf dieses Thema eingestiegen. Und wir würden es jetzt auch gerne Samstag im Kanzlerduell auch so gemacht. Jetzt drum auch andere, gerne andere, das soll, dass die jetzt unsere haben Freunde gesagt, sind, die Leute in der Diskussion hätten ja was anderes ansprechen können. Wir würden, darf ich die nächste Frage stellen? Frau Bundeskanzlerin, Entschuldigung, wir wollen über die Möglichkeiten eine Regierung bilden.